Kapfenberg ist laut, was heißt das? Ja, Kapfenberg ist nicht nur laut, sondern Kapfenberg traut sich auch was. Kapfenberg positioniert sich als Eventstadt neu und das Kapfenberg ist laut steht einfach dafür, dass wir Lärm machen im positiven Sinn. Das heißt, wir sorgen für Gänsehautmomente, wir sorgen für Erinnerungen, wir schauen, dass sie die Haare aufstellen im wirklich besten Sinne bei den Besuchern, weil wir einfach so viele unterschiedliche Events haben und sie, glaube ich, ganz viele Leute an die beste Event-Tradition in Kapfenberg erinnern und die wollen wir einfach fortführen und da wollen wir laut sein und Gas geben und Lärm machen. Wir werden heuer im Sommer wieder die Summer Vibes durchführen. Wir werden heuer im Juni starten, ein bisschen nach vorgegangen. Wir fangen am 9. Juni an, drei Freitage hintereinander in den Siedlungsgebieten Walfersam, Rathaus Innenhof und Redfeld. Zusätzlich werden wir noch je einen Termin im Juli und im August machen, an einem Sonntag, einen Sonntagsbrunch auf dem Loretta-Hügel und in der Hochschulsiedlung. Konzertmäßig wird hier von Pop, Rock, Schlager alles dabei sein. Ja, soll für jeden was dabei sein. Und im August, schon das 9. Mal in Folge, habe ich Chill Hill auf der Sommerschenke. Jeden Donnerstag im August mit unterschiedlichsten Musik und Kulinarik. 6 in der City wird jetzt 4 in der City. Warum? Weil es so viele Veranstaltungen im heurigen Jahr in Kapfenberg gibt, dass es zu Terminkollisionen gekommen wäre. Und wenn attraktive Veranstaltungen zeitgleich am selben Abend stattfinden, hatten wir Angst, dass dann vielleicht die eine oder andere Veranstaltung, zum Beispiel unsere Veranstaltung, leiden würde. Wir leben ja doch davon, dass das nur dann cool ist, wenn die Plätze voll sind, wenn ein reges Gehen ist, dass man einfach sieht, es sind viele, viele Menschen auf der Straße. Und so sind wir es gewohnt in den vergangenen Jahren, so werden wir es auch heuer unter Garantie wieder haben. Und deswegen haben wir das etwas gestrafft. An diesen Abenden wird es die gleiche Vielfalt wie immer geben, auch den gleichen Fächer unterschiedlicher Musikstile. Aber es sind statt 4 Freitagabende, statt 6 Freitagabenden sind es einfach 4 Freitagabende. Wir beginnen am 30. Juni, das wird der erste Freitag sein, und enden am 21. Juli mit einer White Night. Und es wird sicher werden 4 tolle Feste, da bin ich ganz sicher. Poolparty findet am 30.06. und am 1.07. prinzipiell im Freibadareal statt. Da wird für junge und jung gebliebene Erwachsene sowie ein älteres Publikum natürlich einiges geboten. Wir haben diverse Attraktionen im Freibadareal, werden dort zur Verfügung gestellt, wie eine Riesenwasserrutsche über 30 Meter Länge, 10 Meter Höhe, Aquazorbingbälle, Riesenwasserrad, Kinderanimation haben wir da. Es wird eine Cocktailbar geben, wo Cocktails für Kinder, also alkoholfrei und auch für Erwachsene ausgeschenkt werden. Wir haben einen Grillmeister vor Ort, der diverse Gerichte zubereitet. Natürlich unsere Gastronomie hat auch geöffnet, wo man Burger, Pizzen und Co. natürlich auch konsumieren kann. Ja, das ist es im Groben und Ganzen. Kapfenberg spielt alle Stücke. Was sind das für Stücke? Eben alle. Und wir bedienen alle Musikrichtungen, aber nicht nur Musikrichtungen, sondern auch Sportrichtungen, kann man dazu sagen. Aber jetzt steht einmal eigentlich Musik im Vordergrund. Pizzeria und Jaus wird ein Knaller sein. Das wird die offizielle Eröffnung aus Sicht Event Stadt Kapfenberg sein. Es wird aber dann gleich darauf natürlich auch unsere Musikschule geben, die mit hunderten jungen Schülern bis zu den Profis auf der Bühne stehen wird, wo wir die Kapfenberger Eröffnung feiern werden fürs gesamte Publikum. Diejenigen, die sagen, nein, es ist nicht unbedingt so ein großes Konzert meins, aber ich gehe gern hin. Wenn mein Sohn, meine Tochter, mein Enkelkind dort auftritt, dann gehe ich dorthin. Also auch das wird bedient. Oder manche sagen, ja, eigentlich würde ich lieber sitzen und gut essen bei der Musik, dann geht man zuvor in die City, kann sich bei der Gastronomie verwöhnen lassen und die Musik genießen oder auch bei Chill Hill. Also es ist für alle Richtungen gedacht, für alle Musikrichtungen gedacht, aber für die Bevölkerung, die auch unterschiedliche Geschmäcker hat, alles gedacht.